Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußballmanager 2014 Let's Play mit Hertha BSC in der vierten Saison, hier im Part Nummer 314 der Hertha BSC Reihe in der vierten Saison. Damit herzlich willkommen zum 33. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wie in dem letzten Part schon erwähnt, wird dieser Part hier auch ein Doppelpart sein, sozusagen mit den Spieltagen 33 und 34. Mit Union Berlin und RB Leipzig. Und jetzt die Begegnungen hier. Der Südwestschlager Lautern gegen Karlsruhe, in der Realität hat es ja am Samstag stattgefunden. In der letzten Woche, und da hat, glaube ich, Karlsruhe gewonnen. Chemnitzer FC gegen Dresden, Braunschweig, Düsseldorf, Cottbus, Aalen, Ingolstadt, Osnabrück, Duisburg, Fürth, Wien RB Leipzig und 1860 München gegen Mainz 05. Und wir mit dem Hauptstadtduell gegen die Eisernen von Union Berlin. Dann gehen wir mal rein. Textmodus. Sagen, heute wird kein Zweikampf auf den Weg gegangen, und damit auf geht's, Hertha. Freunde, was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg? Und damit herzlich willkommen hier bei der Begegnung Hertha BSC gegen FC Union Berlin. Und wir haben einen Neuzugang, wie ihr sehen könnt, im rechten Mittelfeld, Andreas Meyer, der hier auf Suttner passt, und 1:0. Erste Minute, erste Vorlage von Andreas Meyer, also so schnell geht's. Das wird wahrscheinlich seinen Abonnenten freuen, bestimmt. So, fast 2:0, Ramos aber übers Tor. Was für ein Blitzstart hier, das kann man wirklich sagen. Meilenweit am Tor vorbei, da war keinerlei Gefahr. Mario Eggimann, gelbe Karte, klares Foul von Eggimann an Ramos. Das ist natürlich nicht gut. Vincent Luis Ginczek gibt hier die gelbe Karte. Netter Schiedsrichtername, muss man schon sagen, hat keinen Ruf. Wirken nervös, immer wieder schleichen sich Ungenauigkeiten ein. Das liegt halt an der Team Dynamic. Der Ball landet neben dem Tor. Gott sei Dank, sonst hätte Timon Terodde hier ausgeglichen. So, voller Angriff. 21. Spielminute, 100%ige. Ecke Marc Stendera. Führt die Ecke kurz aus, bekommt den Ball wieder. Darf vom Strafraum jetzt aus ungehindert flanken. Und Lustenberger verwandelt zum 2:0. Dritte Tor der Saison, 11. Vorlage von Marc Stendera. 2:0, der Spielstand gegen Union Berlin. So, Ramos muss jetzt die Schuhe wechseln. Hier sind wahrscheinlich schlechte Platzverhältnisse. Knapp über das Gehäuse, hier eine schöne Aktion von Marc Stendera. Schade. Aber wir führen mit 2:0, das ist die Hauptsache. Andreas Meyer ist hier von der Fitness zwar nicht gerade perfekt, aber so ist es halt in der ersten Liga da, in der zweiten Liga da. Es ist halt dann auch so, dass wenn man mit höherem Einsatz spielt, muss jetzt sein. So, sagt man mal, voller Angriff, Chance für Union Berlin. Und gut einen Meter hier vorbei, der Schuss von Skripski. Aber wir haben die Chance. Ademi auf Ramos. Und er trifft den Ball nicht richtig. Es gibt nur Abstoß. Schade. So, 2:1. Relativ klar. Handspiel von Hilbert an Koplin. Aber der Schiri stand schlecht, hat nichts gesehen. Ja, Gott sei Dank hat der hier nichts gesehen. Abpfiff. Wir führen 2:0. Damit haben wir schon mal das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert. So. Haben wir das soweit gemacht? Frische. Wird hier gleich mal bei ihm angepasst. So, da, ne? Halbzeitansprache. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Eigentlich wollte ich sagen, so haben wir uns das vorgestellt. Und jetzt der nächste Wechsel. Ein alter Bekannter spielt jetzt in der Bundesliga, dann Podolski. Und der zweite Wechsel, Patrick Flücke, der hat sich's auch verdient durch seine starken Einsätze jetzt zuletzt in der zweiten Mannschaft.
Also Doppelwechsel Patrick Flücke für Marc Stendera sowie Lukas Podolski für Fatan Ademi. Mal gucken, wie er sich hier einfügt, der gute Lukas. Erstmal die Chance für Union Berlin, Fabian Schönheim. Schwieriger Kopfball von Terodde und Kraft geht auf Nummer sicher, lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Das heißt, nächste Ecke, Fabian Schönheim. Aber Kraft rettet hier jetzt dieses Mal. Und wir haben jetzt die Chance. 49. Gute Kontermöglichkeit, aber schlechtes Abspiel von Patrick Flücke. Schlammschlacht hier. Also das Wetter ist nicht gut hier im Olympiastadion. Katidis auf Jopek, köpft aber links am Tor vorbei. Roberto Hilbert, gelbe Karte. Bringt hier Simon Terodde zu Fall. So, wir versuchen es hier, gehen nochmal in die Vollen. Aber Chance jetzt für Union Berlin. Jetzt auch noch ein falscher Einwurf von Dausch, symptomatisch. Passiert. So, Lustenberger auf Podolski. Erst durch, verzieht knapp. Der Treffer hätte gezählt, die Plane Fahne blieb unten. Und jetzt kommt Nuno Valente für Cadides. Und wir wechseln jetzt noch. Mal gucken, rechts, Sturm. So, Freistoß für Union Berlin. Und jetzt kommt nochmal Erich Durm, der Weltmeister von 2014, für Roberto Hilbert. Für die letzten 22 Minuten hier im Berliner Olympiastadion beim Stand von 2:0. Anthony Sire muss jetzt raus und ist natürlich jetzt ärgerlich. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber wir haben ja hier noch die Möglichkeit, das Ganze so zu regeln. Dann haben wir halt keinen defensiven Mittelfeldspieler, ist nicht weiter schlimm. Und Chance für Union. Valente auf Terodde und der verzieht hier überhastet. 77, die nächste Möglichkeit für uns. Erich Durm auf Podolski. Schießt dann aber selbst nicht besser, kein Problem für Mohamed Amsit. Und wir haben Ecke. Fabian Lustenberger, Eggemann will die Ecke von Lustenberger per Kopf klären, trifft dabei die Latte des eigenen Tores. Amsit ist chancenlos. 3:0 Adrian Ramos. Nächste Chance, Fabian Lustenberger, Ecke. Ramos hat eigentlich schöne freie Schussbahn, aber er weitert dennoch mit den Händen gegen Eggemann. Und das war jetzt Stürmerfoul. Ecke von der Lustenberger. Leider auch über das Tor, ganz schade hier, Adrian Ramos. Union Berlin hat sich hier ihr Schicksal ergeben. Auch die Fans haben aufgegeben, viele gehen jetzt noch nach Hause. Dann können wir mal den Einsatz hier ganz runternehmen. Weil ich glaube, das 3:0 werden wir uns hier nicht mehr verspielen. Spielerwechsel Christian Stuff für Eggemann. So, es passiert auch nicht mehr viel. Jetzt kommt noch Adam Nemec. Für Skripski Nemec, glaube ich, ehemaliger Erzgebirgler. Also bei Aue gespielt, 2 Minuten Nachspielzeit. Und da müsste es eigentlich durch sein. Chance Union, 100%ige, vielleicht der Anschluss. Özbek auf Jopek, Jopek aus vollem Lauf, Terodde kam frei am langen Pfosten und schlug den Ball einschießen und macht das Tor. 1:3, Simon Terodde, 15. Tor in der Saison, 4. Vorlage von Björn Jopek. Und Schlusspfiff, wir gewinnen das Derby mit 3:1, haben damit die 2:0 Niederlage egalisiert. Statistiken, 60% Ballbesitz, 14 zu 8 Chancen, Tabelle, sind wir Tabellenführer nach wie vor, 1 Punkte Vorsprung auf Mainz, RB Leipzig Dritter und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und damit herzlich willkommen hier zum 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im Nachbericht zwischen Hertha BSC Berlin Union und Union Berlin und wir gewannen mit 3:1 dieses Stadtderby.
Wir können uns bedanken bei den Torschützen Adrian Ramos, Fabian Lustenberger und Markus Suttner, die das möglich gemacht haben. Andreas Mayer, Spieler des Spiels, das freut mich natürlich. Da ist mir ein guter Schachzug gelungen, die hochzuziehen. Podolski 2,5, Lücke mit einer 3, Dom 4,5. Ein bester Spieler auf Seiten der Unioner hier, Simon Terodde, unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Statistiken sehen wir hier, 8:3 Schüsse, 10 zu 6 Chancen und 60-40% Ballbesitz. Jetzt die Ergebnisse. Wir schlagen Union mit 3:1, Lautern verliert 2:3 gegen den KSC, 1:1 zwischen Cottbus und Aalen, 1:2 1860 München gegen Mainz, Braunschweig 2:1 gegen Düsseldorf, 0:2 aus Sicht von Duisburg hier gegen Greuther Fürth. Ingolstadt verliert 0:2 gegen Osnabrück. Wien gewinnt gegen RB Leipzig mit 2:1 und 3:1 Erfolg von Chemnitz über Dynamo Dresden. Wir sind ja schon längst durch und Mainz ist auch aufgestiegen, also herzlichen Glückwunsch an die Rheinhessen zum Aufstieg. Und es entscheidet sich hier am letzten Spieltag noch zwischen Chemnitzer FC, Karlsruhe FC und RB Leipzig. Aber RB Leipzig, da können wir noch was tun dagegen. Wenn wir das letzte Spiel dann praktisch gewinnen, dann hätte Karlsruhe bzw. Chemnitz die Möglichkeit, da noch reinzurutschen. Letzter Spieltag ist immer KSC mit Aufgabe gegen Ingolstadt, gegen den Tabellenschlusslicht. Und Chemnitz mit der Aufgabe gegen Union. Also ich denke mal, es wird machbar sein. Zu den Stimmen, das sage ich nach dem Spiel, gebe ich meiner Mannschaft frei bis morgen früh um 8. Und Uwe Neuhaus, so viele Spieler haben heute unter ihrer Form gespielt. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, sodass sich zwangsweise Torschancen für den Gegner geben mussten. Spieltagsstatistik sehen wir Andreas Mayer gleich in der Elf des Tages, zum sechsten Mal, wahrscheinlich auch in der zweiten Mannschaft. Anders kann ich mir das nicht erklären. Teamleistung beste 2,75 im Schnitt. Beste Spieler sehen wir hier immer noch unseren Kraft nach 33 Spieltagen neben Riederer und Hesel. Und Fairplay, 11-12 erste Mannschaft Zirre, eine Woche Bänderdehnung, ist nicht so tragisch. Und wir sehen es hier, vorzeitig aufgestiegen, diese Vereine sind damit bereits sicher aufgestiegen, Hertha BSC und Mainz 05. Schöne Musik, die wir hier jetzt noch hören. Und wir haben dann jetzt gleich das nächste Spiel dann noch gegen RB Leipzig. Machen wir jetzt ablösefreier Wechsel hier von Banco, 31 Jahre zum FC Sevilla. Aber Top-Transfer, Leyin Kurzawa von Standard zu Montpellier. Und sonst soweit nichts Interessantes hier dabei. Injovski vielleicht zum AS Rom hier noch. Was so besonders sein könnte, die Spieler wurden jetzt zurückgeschickt. Geburtstag von Lustenberger. Ach schade, kann ich nicht reden. Natürlich Geburtstag des Spielers. Wenn wir da die Möglichkeit haben, dann machen wir das natürlich. Sirre, 7 Tage. Statusbericht Verletzungen, Mannschaft der Woche, Andy Meyer. Super letztes Spiel, ist jetzt auch wirklich glücklich. Und ich würde eigentlich sagen, wenn wir da die Möglichkeit haben, dann holen wir ihn jetzt komplett noch hoch für das Spiel gegen RB Leipzig. Fußballer des Monats Marc Stendera mit einer 76. Sponsor zufrieden, Podolski zurück in der... So, holen wir auch zurück und Flücke wird in der zweiten bleiben. So, müssen wir das natürlich hier wieder anpassen. So, Jugendspieler entdeckt, 3,5 Sterne, Matthias Stehling, können wir auch mal mitnehmen. Ben Hatira, Trainingsziel. So, Jugendspieler entdeckt, das haben wir gerade gesehen, jetzt noch das Spiel gegen RB Leipzig. Angebot für Maximilian Scheel, 575.000 von Istanbul, 350.000 ist er wert. Verhandeln wir doch mal. Und Burchard überzeugt im Training. So, dann würde ich sagen, lass mal Scheel da ziehen, wenn er in die Türkei möchte.
Geht der Wechsel durch, ist gescheitert. Okay, alles klar. Dann bleibt er halt hier weiterhin in Berlin. Die zweite hat ihr Spiel gegen den Jan und gewinnt mit 1:0. Klasse. Auch wenn es schade ist, weil ich weiß, einige Abonnenten von mir sind Jan-Fans. Und jetzt geht's gegen Leipzig. Da kann ich mich noch wirklich an das Hinspiel erinnern. 7:0 Packung, das war ja wirklich lustig. RB Leipzig, das Topspiel hier gegen uns. Dann Osnabrück, Braunschweig und Mainz gegen Duisburg. Und jetzt wahrscheinlich die Einblendung Topspiel. Genau so sieht's aus. RB Leipzig gegen Hertha BSC in der Red Bull Arena. Oder wie es beim Baumader schön steht, RB Arena. Also nur abgekürzt. So. 1:0 haben wir gewonnen. Das Tor machte Kevin Stephan. Investitionsfreudiger Präsident. 150.000 bekommen wir. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, gehen wir da gleich rein. Gucken mal, wie er das macht. Hofmann, nein. Hofmann auf gar keinen Fall. Der hat sich bei mir sowas von... Ich sag mal lieber nichts hier. So, Hegeler. Da wird Rüdiger jetzt anfangen. Mal gucken, wer kommt denn jetzt auf die Bank mit? Eigentlich hätte es hier Bernhard Thierat verdient. Aber wir brauchen noch einen Innenverteidiger, sollte da was passieren. Nehmen wir hier City, das passt eigentlich jetzt soweit. So, gucken wir mal. Gegen RB Leipzig sprechen wir mal 7500 aus. Die Mannschaft ist top besetzt hier. Wollen mit aller Macht in die Bundesliga zurück. Wir sind ja schon da durch den Aufstieg. Haben hier Waldschmidt, Schieber, Pirinha, Balogun, Papadimitriou, Coltorti. So, dann würde ich sagen, gehen wir da gleich rein. Haben noch Thymen Dynamic hier. Möchte für den ersten FC Köln spielen, Podolski. Wenn wir es hinkriegen sollten, dann darf er das. Hashim, das sagen wir jetzt einfach mal, gut trainiert. Ademi auch. Sidki können wir es auch mal sagen. Der jetzt komplett da bleibt. Das wird ja für euch dann hier die Möglichkeit sein, dann am Ende mit dem Spielstand weiterzumachen. Ob ihr es jetzt für einen LP nimmt oder privat, das ist mir eigentlich dann... Normalerweise Schnuppe, aber ihr solltet mich, wenn es ein LP geht, dann fragen, ob ihr es dann auch machen dürft. Weil so habe ich es auch gemacht damals beim Badeschlappen bzw. beim Baumi. So, mit den Spielern haben wir gesprochen, dann gehen wir jetzt rein in das Saisonabschluss hier gegen RB Leipzig. Videotext. Und dann sagen wir jetzt einfach mal... Hier draußen spielt ordentlich Fußball. Und RB Leipzig führt, Erich Wille 1:0. Wir mit dem Ausgleich Lustenberger. Komm, mach schon das 2:1. Es geht mit einem 1:1 Unentschieden jetzt hier in die Pause. So, einige Motivierungen hier jetzt noch. So, Frische haben wir dieses Mal ein bisschen mehr zu tun. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Naja, nicht so wirklich. So, und jetzt kommt der Lukas Podolski. Und dann geht's rein, zweite Hälfte. Wir mit dem 2:1, Poldi mit dem Tor, klasse. Genauso habe ich es mir vorgestellt. So, dann kommt Wesley's Zeit hier. Poldi mit der gelben, na gutes. Erstmal. So, 83. nochmal der letzte Wechsel. Nehmen wir mal, wen nehmen wir denn raus?
würde ich sagen, Hofmann jetzt noch für Ramos. Dennis Tomala mit dem Ausgleich. Och nein! Zwar mit dem Ausgleich, aber wir haben es geschafft, haben RB Leipzig dann praktisch jetzt noch in die zweite Liga geschossen. Durch das Ausgleich hier haben sie es nicht mehr geschafft. Wir können dem Karlsruher SC hier Schützenhilfe geben, die 3:0 gewinnen und damit in die Relegation hier kommen. Gucken wir aber noch in die Endergebnisse. 2:2 RB Leipzig, Hertha BSC, Mainz 1:0 gegen Duisburg, Dresden verliert 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern, Düsseldorf 5:1, Karlsruhe mit dem 3:0, VfL Osnabrück 2:0 gegen Braunschweig, 1:1 zwischen Greuther Fürth und 68 München, VfL Aalen 1:0 gegen Wien, Wiesbaden und Union Berlin 1:1 gegen Chemnitz und das ist die Endtabelle hier. Wir Meister, zweiter Aufsteiger, Mainz 05, dritter Karlsruhe, vierter Leipzig, fünfter Osnabrück, sechster Chemnitz, siebter TSV 68 München, achter Braunschweig, neunter Düsseldorf, zehnter Fürth, elfter Dresden, Wien, Wiesbaden als Aufsteiger, zwölfter, 13. Duisburg, 14. Lautern haben sich noch gerettet, 15. Union Berlin, 16. spielt in der Relegation um den verbleibenden Liga 2 Energie Cottbus und absteigen müssen auch bei Aalen und Ingolstadt. So, Marc Stendera, Spieler des Spiels mit einer 2,0, Podolski mit der 2,5. Ansonsten waren es die Topnoten noch neben Rüdiger und Lustenberger. Auf der anderen Seite Tomicak, bester Mann mit einer 2,5. RB Leipzig hat es nicht geschafft, hätten gewinnen müssen. Stendera, Spieler des Spiels, Regen 22 Grad im Mai 2017. Und jetzt die Ergebnisse haben wir ja schon angeguckt, die Endtabelle haben wir auch angeguckt. Gucken wir mal in die Bundesliga, gegen wen Karlsruhe antreten muss. Und zwar gegen Augsburg, gegen die Mannschaft, die wir hätten auch nehmen können. Okay, bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Und Energie Cottbus muss ran. Also Rot-Weiß Erfurt steigt auf, Frankfurt steigt auf, die müssen gegen Aue ran, okay, gegen den Absteiger. Mal sehen, wie es kommt. Stimmen, das sagte Alexander Sonninger. Wir wollten unserem Publikum ein tolles Fußballspiel bitten. Leider hat es zum Sieg nicht gereicht. Auf jeden Fall wissen wir, wo wir in der Zukunft ansetzen müssen. Insgesamt sehen ich eine positive Tendenz, okay? Und ich sagte, das Spiel war über weite Strecken hektisch. Es war geprägt von Ballverlusten. Von Schotten auf beiden Seiten nach der Pause haben wir mehr Druck entwickelt. Mit dem einen Punkt können wir nicht zufrieden sein, aber es hat sich der Trend verfestigt, dass wir homogener werden. Okay. Spieltaktstatistik sehen wir keinen von uns in der Elf des Tages. Wie denn auch? Teamleistung, Zip-Beste mit einem Schnitt von 3,27 in der Saison. Schnitt von 3,02. Beste Spieler. Stendera und Ramos, Hein, top hier. Und Fairplay sehen wir hier auch einiges. Haben auf Platz 10 abgeschlossen. So, jetzt können wir weitergehen. Haben das Spiel gegen den VfL Wolfsburg vor der Brust. So. Ne, da verhandeln wir jetzt mal nicht. Podolski freut sich über erstes Ligator. Mannschaft des Jahres. Ligapreisgelder bekommen wir 3,27 Millionen. Und jetzt muss ich nochmal reingucken hier in die Leistung. Wer sich denn hier noch verdient hat, vielleicht noch hochzukommen wegen der Talentaufbesserung. Würde man mal sagen, eine Woche. Was? Bohnmann könnte vielleicht ganz knapp eine Talentaufwertung bekommen. Sonst wird das hier, glaube ich, nichts werden. Flücke. 3,29, das ist nicht gut für eine Aufwertung. In der ersten gucken wir mal. Wir könnten es doch ein paar schaffen, eine Aufwertung zu bekommen. Werden wir jetzt reingucken, wer eine bekommt. Das machen wir dann noch zum Spiel gegen VfL Wolfsburg. Dann wird das das letzte 3D-Spiel in diesem LP werden. Frankreich hat sich verbessert. FC Barcelona gewinnt die Europa League mit 2:0 gegen den AC Mailand. Glückwunsch. Und jetzt die Auf- und Abwertungsrunde. Da gucken wir jetzt mal Hurtig drauf. Lustenberger einen Punkt, Brooks gleich geblieben, 2 Punkte Kraft, 1 Punkt Ademi, 2 Punkte Ademi,
1 Punkt Ramos, Schulz gleich geblieben. Hegeler, Rüdiger 1 Punkt verbessert, Schlendera 1 Punkt verbessert, Poldi gleich geblieben. Serre 1 nach oben, Durm 1 nach oben, Zeit 1 nach oben, Hofmann 1 nach oben, Meier gleich geblieben, Aschelmazzo 1 dazu, Mücke 1 dazu, Zuttner 1 dazu. Okay, jetzt geht's in die Reserve. Burchard gleich geblieben, Stefan verschlechtert, Herdedei verschlechtert, Samson verschlechtert, Turania gleich geblieben, Ronnychef verschlechtert, Kammeri auch verschlechtert, Konrad gewonnen, Flücke hat einen gewonnen, Rybaki hat einen gewonnen, Kunze und Pionek hat einen verloren. Und jetzt gucken wir einfach mal. Schnitt von 4,1 schlechtestes Ergebnis. Also das habe ich auch öfters jetzt gar nicht erlebt. Wir haben Cottbus schlecht eingetippt, KSC haben wir schlecht eingeschätzt, Chemnitz haben wir schlecht eingeschätzt, na gut, kann passieren. So, haben wir hier irgendwo eine Talentaufwertung? Ich sehe keine. So, VfL Wolfsburg wurde gescoutet. Ramos Torricher 77. Ademi haben wir alles erhöht, Konrad. So, und die Bundesliga wäre jetzt in der Realität zu Ende. 17:24 Samstag, wo ich hier aufnehme. Ich möchte das ja hier so schnell wie möglich durchhaben. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das komplett an einem Tag auf und verteile es dann jetzt auf die kommende Woche, wo ja mein Studium anfängt. Wieder. Und ich dafür dann keine Zeit habe aufzunehmen. So, Andreas Meyer, Trainingsziel. Gottes Willen, Ballkontrolle 88. Das ist ja schon krank hier. Ist ja auch klar bei seinem Talent. Kimi Mücke ist auch recht gut unterwegs. Suttner. So, und dann haben wir es gleich. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale. Besser hätten wir es uns nicht ausmalen können mit der jetzigen FM-Mannschaft und der FM-Mannschaft, mit der alles begann. Und da hören wir sie dann wieder, die Hymne. Hertha BSC Berlin gegen VfL Wolfsburg im Olympiastadion Berlin. Ausverkauftes Haus. So, da haben wir es gehört, die Hymne vom VfL Wolfsburg und DFB-Pokal, das Endspiel steht an. Zwischen Hertha BSC Berlin und VfL Wolfsburg, es wäre ein krönender Abschluss in diesem LP, wenn wir diesen Pott noch nach Berlin holen. Wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten dazu, ihn zu erreichen. Und wir sehen es, wir hatten keine Talenterhöhung, das ist natürlich ärgerlich. Ob das daran liegt, dass wir in der zweiten Liga sind, kann ja auch sein. Jason Reimann, Trainingsziel. Vorschlag des Assistenten, Sponsorzeitbonus und Cottbus möchte uns. Aber da habe ich jetzt kein Interesse. So, dann gucken wir mal, wer wird in der Finalelf stehen? Das und noch vieles mehr jetzt gerade live. So, Bohnmann hat eine 72, werden wir glaube nicht brauchen im Finale. Ansonsten würde ich sagen, die Starting 11 sowie Bank ist perfekt. So, wichtigstes Spiel des Jahres, zusätzliche Siegprämie machen wir heute, weil es so wichtig ist, volle Lotte. Geht zwar ins Geld, aber das müssen wir jetzt investieren. Gegen den VfL Wolfsburg, die sehr, sehr stark sind. Die wir teilweise ja so aufgestellt haben, beziehungsweise so hinterlassen haben. Es wird nicht einfach, aber ich denke mal, es wird interessant. Benaglio, Rafinha, Hövedes, Scher, Dresch, Arnold, Shahin, Goretzka, Schürrle, Gomez und Hernandez. Also es wird ordentlich. Ramos, Sturmtank, Stendera, das passt. Und dann würde ich sagen,